Das Königreich Schweden ist eine parlamentarische Monarchie in Nordeuropa. Schweden ist Mitglied des Nordischen Rates und seit 1995 in der Europäischen Union. Es ist jedoch nicht Mitglied der NATO und daher militärisch bündnisfrei. Mit etwa 9 Millionen Einwohnern ist es mit 450.000 Quadratkilometern das größte skandinavische Land in Nordeuropa. Das macht 23 Einwohner pro Quadratkilometer. Dieses Jahr soll die Reise zuerst in Richtung Ostküste zu der Insel Öland gehen. Danach wird Schwedens größter See, den Vänern, besucht. Zum Schluss werden dann noch die Westschären zwischen der Grenze zu Norwegen und Göteborg angefahren. Dauer dieser Reise circa 3 Wochen. Am anderen Tag fahren die beiden über die Ölandbrücke in Richtung Nordwesten. Lidköping ist das nächste Ziel der Tour. Es liegt ca. 350 Kilometer entfernt in Richtung Norwegen. Die Straßen sind gut befahrbar, aber man sollte sehr aufpassen mit der Geschwindigkeit, denn es sind viele Blitzer unterwegs verteilt. Der Vänern ist ein eiszeitliches Binnenmeer und drittgrößter See Westeuropas. Der See hat eine durchschnittliche Tiefe von 27 Metern. Sein Tiefpunkt liegt bei 106 Metern. Das Gewässer liegt über dem tiefsten Tal in einer flachen Landschaft mit urzeitlichem Gebirge, was die Menge von 22.000 der verschiedenen naturschönen Inseln, Schären und Felsen erklärt. Sein Ufer misst ungefähr 2000 Kilometer. Unter der 5648 Quadratkilometer großen Oberfläche leben 35 verschiedene Fischarten. Er ist somit der artenreichste See Schwedens. Das bedeutet natürlich auch, dass man hier auf sehr viele verschiedene Weisen Sport angeln kann. Nach etwa 4 guten Stunden ist der Laxö-Slot-Camping erreicht, ohne Fotofinish der Behörden. Der Campingplatz liegt versteckt im Wald. Eine Schranke gibt den Eingang frei. Es ist ein neu gebauter Campingplatz mit 20 Stellplätzen, die meisten für Wohnmobile. Einige Stellplätze haben Seeblick und alle Plätze sind verschieden groß, da sie dem Gelände angepasst sind. Vor dem Schloss ist ein großer Parkplatz, wo man auch mit dem Wohnmobil über Nacht bleiben kann, dies aber am Ende des Platzes. Die Halbinsel Kallandsö ragt weit in den Vänern hinein. Umgeben von einer herrlichen Parkanlage liegt auf einer kleinen Erhebung das beliebte Ausflugsziel Schloss Läckö. Das weiße Schloss mit seinen Türmen und Türmchen, das malerisch am Ufer des Sees Vänern liegt, erscheint wie ein Märchenschloss. Die Geschichte des Schlosses reicht aber weiter zurück. 1298 wurde es an einem strategisch günstigen Ort am Ufer des Sees Vänern angelegt. Während des Mittelalters gehörte es den mächtigen Bischöfen von Skara. Nach der Reformation durch Karl Gustav Vasa wurde Schloss Läckö an den König übergeben. Im 17. Jahrhundert ließ man das Schloss verfallen. Alle Einrichtungsgegenstände wurden versteigert und zu Geld gemacht. Das Schloss war unbewohnbar. 1914 kaufte der schwedische Staat das Schloss. Seitdem wurde es aufwendig restauriert und entwickelte sich zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Schwedens.
Schloss Läckö liegt heutzutage wunderschön auf einer Landzunge in dem Scherengarten am Vänern. Die kleine Kirche in der Nordostecke der Vorburg wurde von 1655 bis 1668 erbaut. Sie ist eine der besten erhaltenen Kirchen aus dieser Zeit in Schweden. Die Kirche ist auch heute noch ein beliebter Ort für Taufen und Hochzeiten. Das Innere ist reich mit zeitgenössischen führenden Künstlern dekoriert. In den Fensternischen stehen große Holzskulpturen, die Jesus, Maria, Johannes der Täufer und die Apostel darstellen. Zeit, das Schloss zu verlassen. Unten am See ankert ein nachgebautes Wikingerschiff. Es ist die Sigrid Sturreda. Das Schiff wurde von einem Förderverein nach zweijähriger Bauzeit im Jahre 1995 vom Stapel gelassen, ist 24 Meter lang, 5,3 Meter breit und wiegt 14 Tonnen. Natürlich ist es seetauglich, wird mit Segel, Scullies oder einem Dieselmotor angetrieben und ist eines der größten für den Passagierverkehr zugelassenen Wikingerschiffe der Welt. In der Wiese um das Schloss picken ein paar Vögel die Samen aus den Pflanzen. Am Tag darauf geht es schon früh am Morgen weiter. Das nächste Ziel ist aber nur 2,6 Kilometer entfernt. Das Fischerdorf Spieken. Es ist mehrere hundert Jahre alt. Es ist eines der größten Süßwasserhäfen Europas. Von den rund 60 Berufsfischern des Vänernsees sind 13 in Spieken tätig. Im Sommer ist es voller Leben und Touristen. Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und frisch geräucherter Fisch sind nur einige der Leckerbissen. Das mit dem Leben war leider morgens gegen 10 Uhr nicht der Fall. Der Ort war wie ausgestorben. Schade, hier war eine Bootstour durch die Scheren vorgesehen. Die fiel leider ins Wasser. Auf einem Parkplatz unweit des Hafens sind Wohnmobile zugelassen, auch über Nacht. Da in dem Ort nichts los ist, wurde entschieden, die 80 Kilometer nach Mariestad weiterzufahren. Es war ein Freitag, als die beiden gegen Mittag ankamen. Der Nordic Camping Ekyden liegt direkt am See und aus dem Wohnmobil konnte man das Gewässer sehen. Das war am Mittag. Gegen Abend füllte sich für das Wochenende der Campingplatz zusehends. Der Ort Mariestad ist 3 Kilometer vom Camping entfernt und somit problemlos mit dem Drahtesel zu erreichen. Es wurde 1583 von Herzog Karl gegründet. Mariestad liegt wunderschön am Ostufer des Vänern. Es wird wegen seiner idealen Lage oft als die Perle am Vänern bezeichnet. Die Domkirche steht in der Altstadt Mariestads. Sie ist über 80 Meter hoch und ist Wahrzeichen der Stadt.
Man sieht sie auch von weit außerhalb der Stadt. Die Domkirche in Mariestad spielt in zwei Hinsichten eine besondere Rolle in Schweden. Zum einen gehört sie zu den sehr wenigen Kirchen, die im 16. Jahrhundert gebaut wurden, wobei sie diesen Aspekt voll behalten hat. Zum anderen trägt sie neben der Domkirche in Kalmar den Titel einer Kathedrale, ohne jedoch ein Bischofssitz zu sein. Mit einem königlichen Schreiben vom 9. Jahrhundert 1696 sollte die Kirche in Mariestad den Titel Domkirche sogar ablegen, was bis heute nicht geschah. Der Dom besteht aber nur aus einem breiten Kirchenschiff, wie es für die Predigten der Reformation besser geeignet schien. Innen ist der Dom zu Mariestad eine der letzten gotischen Kirchen Schwedens, die ohne historisierende oder romantische Absichten erbaut wurde. Die heutige Kanzel und der heutige Altar wurden nach einem Brand 1693 geschaffen. Ein kleiner Friedhof des Ortes grenzt an die Domkirche an. Friedhöfe bilden für jede Stadt und jedes Dorf ein wichtiges Stück Kulturgeschichte. Als Spiegel für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod offenbaren sie einen Blick in die Vergangenheit, verdeutlichen religiöse Traditionen, zeigen Moden und Geschmäcker und machen den Wandel in der Bestattungskultur deutlich. Viel mehr als eine Stätte der Trauer. Friedhöfe als Orte der Erinnerung und Ruhe, der Kultur, der Heimat und der Forschung. Das malerische Stadtviertel mit den bewahrten Kulturdenkmälern aus dem 18. und 19. Jahrhundert lohnt einen Besuch und bietet mit seiner authentischen Bebauung einen interessanten Einblick in das Stadtmilieu. Da viel Platz am Ufer und im Hafen ist, herrscht hier das Leben im Ort. Viele Segelboote liegen hier in diesem weitläufigen Gebiet. Einige Skipper fahren auch bei diesem grau-schwarzen Himmel auf offene See. In Schweden scheint es kein schlechtes Wetter zu geben, nur schlechte Kleidung. Hier am Ufer gibt es Cafés und mehrere Imbissrestaurants, die um einen Platz mit Tischen und Bänken herum angeordnet sind. Man sitzt einfach draußen und genießt das Wetter. Hier am Hafen ist auch ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile, die bis 8 Meter lang sind. Ein Stellplatz ist nicht so das Leben von Michelin und Pascal. Beide lieben doch mehr das Grüne und keine Kuschelcamper. Auch hier sind wieder Wasservögel zu sehen, die nah an dieser Stadt wohnen. Da der Campingplatz übers Wochenende doch etwas zu voll geworden ist, starten die beiden wieder. 30 Kilometer weiter ist ein Teil des Götakanals zu entdecken. Doch zuvor muss noch eine schmale Brücke überquert werden, wo nur ein Auto in der Breite passt. Der Verkehr wird einfach über Ampeln gesteuert. Für alle, die Schilder lesen, es war der Götakanal, der gerade überfahren wurde.
Neben der Schleuse ist ein Stellplatz für diejenigen, die übernachten wollen. Es ist noch früh am Morgen. Sie sind an den Zielkoordinaten. Das Ziel liegt links. Die beiden sind fast die einzigen am Parkplatz. Aber das kann sich sehr schnell ändern. Sjötorp am Vänern. Hier beginnt der Götakanal. Er ist eine künstliche Wasserstraße auf einer Länge von 190 Kilometern. Er passiert 5 Seen und schließt mit den Vänern und dem Vätern die größten Binnengewässer Schwedens ein. An beiden Seiten der Wasserstraße verlaufen die alten Treidlerpfade, auf denen man herrliche Ausflüge unternehmen könnte, ohne sich vom Kanal zu entfernen. Auf diesen Wegen wurden im 19. Jahrhundert die Lastkähne von Pferden, Ochsen oder Menschenhand durch den Kanal gezogen. Rund 3 Millionen Besucher besuchen jedes Jahr die Schleusen und Häfen am Götakanal. Der Zwischenstopp war nur sehr kurz und weiter zu einer Picasso-Skulptur, die öffentlich an den Ufern des Vänern liegt. Es ist Mitte August. Wie immer sehr wenig Verkehr auf den Straßen. Man fährt kilometerweit, ohne ein Auto zu sehen. 65 Kilometer später ist die Ortschaft Christineham erreicht. Kilometerweit geht der Weg durch ein bewohntes Gebiet mit gut betuchten Wilden. Von weitem her ist diese Skulptur ausgewiesen, daher kaum zu verpassen. Das Ziel liegt rechts. Der Weg zu Jacqueline, wie die Figur heißt, führt am Wasser entlang zur Landzunge Stranduden, die etwa 6 Kilometer außerhalb von Christineham ist. Hier steht sie aus Beton und 15 Meter hoch. Die Säule misst 1,65 Meter im Durchmesser, mit einer Spanne von 6 mal 4 Metern, 2 Flügel und einem Gesicht. Es ist eine der größten Picasso-Skulpturen der Welt. Die Arbeiten an dem Kunstwerk verfolgte Picasso mittels Films und Fotos aus der Ferne. Er selbst war nie in Christineham. Mittsommer 1965 war es dann soweit. Die Skulptur wurde feierlich eingeweiht und Christineham bekam nicht nur ein Bar- und Markenzeichen. Die kleine Stadt im Norden des Vänern erhielt auch ihren Platz auf der Weltkarte der Kunst. Die Arbeit soll Picassos zweite Ehefrau Jacqueline darstellen. Pascal hätte gerne mit dem fliegenden Auge eine Runde gedreht. Wegen den starken Luftböen war das aber unmöglich. Schade. Um den Platz herum sind Villen mit Bootsstegen am Wasser. Interessant wäre, an diesem Platz die Grundstückspreise zu erfahren. Das 50 Kilometer entfernte Karlstadt ist das letzte Ziel an diesem Tag. Der Campingplatz liegt etwa 8 Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Mal wieder ohne Landstrom gebucht und daher mal wieder Platz ohne Ende. In Schweden vergleicht man gern die Anzahl der Sonnenstunden, die man im Sommer zählt. Karlstad im Süden von Värmland und am Nordufer des Vänern liegt in dieser Tabelle meist weit vorn.
Die historische Stadt mit ihren 65.000 Einwohnern hieß zu Wikingerzeiten Thingvalla und erhielt ihren heutigen Namen unter König Karl IX., der ihr 1584 das Stadtrecht verlieh. Die Stadt hat ihm daher ein Denkmal errichtet. An der Brücke über den Klarälven steht die kleine Statue Sola Il Calsta. Sie ist einer Wirtin aus dem 18. Jahrhundert gewidmet, die wegen ihres sonnigen Gemütes über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde. Heute steht sie für die Lebendigkeit und Gastfreundlichkeit Karlstads. Die Kellnerin nannte man den Sonnenschein Karlstads, Sola I Karlstad. Der Ort hat heute als Wahrzeichen eine Sonne, die überall zu sehen ist. Einen Steinwurf entfernt, in der Musergatan, trifft man auf das altehrwürdige Elite-Staatshotel. Sie war das erste First-Class-Hotel am Platz. Dieses elegante Hotel aus dem 19. Jahrhundert genießt eine reizvolle Lage direkt am Wasser. Man wohnt hier nur 100 Meter vom Platz Dora Torget und 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof Karlstad entfernt. Der Stora Torget im Zentrum von Karlstad ist einer der größten Plätze in ganz Schweden. Geziert ist der Ort von einem Springbrunnen, einem Denkmal und dem früheren Rathaus. Rundherum sind Bäume gepflanzt worden, die Schatten spenden. Auf dem Platz steht das Freiheitsmonument des Bildhauers Ivar Jonsson. Die 1955 errichtete Statue bildet eine Frau ab, die ein zerbrochenes Schwert hochhält. Sie erinnert an die friedliche Auflösung der schwedisch-norwegischen Union 1905. Im Hintergrund ist das alte Rathaus von Karlstad, das heute als Amtsgericht dient. Es wurde 1868 eingeweiht und dominiert bis heute den großen Marktplatz. Beschützt wird das Rathaus von 2 gigantischen Adlern, die man auf dem Dach des Gebäudes entdecken kann. Karlstad ist aber auch bekannt dafür, dass die Menschen hier sonnige Laune haben. Man lässt sich gerne auf einer Terrasse nieder oder hält ein Schwätzchen mit alten Freunden. Der Stadtbrand, der am Sonntagvormittag, dem 2. Juli 1865, in einer Bäckerei ausbrach, erfasste nacheinander fast alle Viertel und zerstörte beinahe alle Gebäude der Stadt, ausgenommen die Kirche. Die Stadt wurde nach dem Brand im Jahre 1865 systematisch wieder aufgebaut. Der große Platz Stora Torget ist einer der größten Plätze und wurde nach den Bränden angelegt, um zukünftige Brände aufzuhalten. Die Kirche selbst ist der Dom zu Karlstad. Der 1730 erbaute Karlstad-Dom ist der Sitz der Diözese Karlstad, die sich über Värmland und Dalsland erstreckt. Der 65 Meter hohe, weiß getünchte Turm und der schwarze Turm sind das Wahrzeichen der Stadt. Wie die Fassade sind die Innenwände komplett weiß, da die Kirche ein Ausdruck von Vernunft, Moral und Ewigkeit sein sollte. Wegen einer Messe konnte diese nicht innen gefilmt werden. Zurück auf den Campingplatz. Es ist noch früher Nachmittag und Windstille. Die Drohne wurde eingesetzt für eine Erkundung des Geländes.
Unweit vom Camping ist der Vänern. Also Fahrrad erneut packen und los geht's über Stock und Stein. Die meisten Wege sind gut befahrbar, andere erfordern mehr Erfahrung. Über Stock und Stein macht natürlich am meisten Spaß, das ist aber auch Ansichtssache. Pascal ist ein Fan davon. Ohne Helm und in den Hausschlappen, aber was soll's, no risk, no fun. Der Vänern ist einfach atemberaubend schön. Er ist Schwedens größter See. Oft spricht man sogar von einem Binnenmeer. In der Tat ist die Fläche des Vänern dreimal so groß wie die des zweitgrößten schwedischen Sees, des Vättern. Der Vänern ist 75 Kilometer breit und 140 Kilometer lang. Der Vänern ist 14 Kommunen und 3 Provinzen rund um ein und dasselbe Süßwassermeer. Fährt man einmal um den See herum, legt man 400 bis 500 Kilometer zurück. Die genaue Streckenlage ist davon abhängig, wie nah man der Küste folgt. Die Küste des Sees ist gesäumt mit sehr hohem Nadelgehölz. Unter diesem sind dann die Pflanzen wie Erika zu finden. Aber auch andere Blumenarten findet man. Preiselbeeren wachsen wild als Bodenäcker. Sträucher von Blaubeeren sind keine Seltenheit. Wer Lust und Zeit hat, kann sich hier das Abendessen pflücken. Pfannkuchen mit Preiselbeeren oder Blaubeeren wäre mal eine tolle Abwechslung. Auf den Felsen hat sich ein Ameisenvolk niedergelassen. Waldameisen gelten als wichtiger Teil des Ökosystems im Wald. Die Waldameisen sind Allesfresser und ernähren sich überwiegend von den Ausscheidungen der Baumläuse, dem sogenannten Honigtau. Daneben jagen sie andere Insekten am Boden und auf Bäumen in der näheren Nestumgebung. Diese proteinreiche Kost dient der Aufzucht der Brut. Nach diesem Ausflug an den See geht es am anderen Tag weiter. Ziel ist das 70 Kilometer entfernte Arnesude. Das ist eine wunderschöne abgelegene Bucht. 5 Kilometer links abbiegen in die Straße Astbani. Sechs Kilometer davor ist ein Campingplatz direkt am See. So abgeschieden wie das Ganze ist, dementsprechend ist auch hier der Platz. Für eine Übernachtung okay. Aber für weitere nicht zu gebrauchen, denn die Sanitäranlagen lassen sehr zu wünschen übrig. Egal, die Aussicht am See ist aber trotzdem sehr schön. Leider mal wieder etwas zu windig für die Drohne. Das Naturschutzgebiet ist noch einige Kilometer entfernt und wird mit dem Fahrrad angefahren. Die Pisten sind aber gut befahrbar und ausgeschildert. Was die beiden nicht wussten, es ist auch ein kleiner Parkplatz für Autos im Wald. Das Wohnmobil hätte gepasst. Aber egal, es ist jetzt zu spät. Dem Weg folgend erreicht man nach ca. 10 Minuten das Gewässer. An den Sträuchern und Wellen am See merkt man die Windböen. Durch die Vielzahl der Inseln hat der See eine Küstenlinie von fast 5000 Kilometern.
Am Vänern kann wirklich jeder seinen privaten Strand finden. Mit rund 40 Fischarten, die sich unter der Wasseroberfläche tummeln, ist der Vänern zugleich der wichtigste See Schwedens für sowohl Sport- als auch Berufsfischer. Eine Angelkarte wird für normales Freizeitangeln im See übrigens nicht benötigt. Eine Hütte, als Unterstand gedacht, bietet bei schlechtem Wetter einen Regenschutz. Man kann aber auch da campieren und grillen. Weiter einen schmalen Pfad durch den Wald. Mit dem Fahrrad kein Problem. Mitten durch das Schilf führt ein hölzerner Steg von etwa einem Meter Breite quer über das Wasser. Er bindet die beiden nachfolgenden kleinen Inseln in Ufernähe an dieses an. Der Vänern hat nicht weniger als über 20.000 Inseln und Inselchen. Wenn man den Holzsteg über alle Inseln hinweg bis zum Ende gegangen ist, steht eine weitere kleine Holzhütte. In dieser Hütte befinden sich mehrere fest installierte Holzliegen, auf denen es sich mit Schlafsack, Isomatte und Decke gut übernachten lässt. Um die zu drei Seiten geschlossene Hütte zu beheizen, befindet sich auch ein Ofen in einer der vorderen Ecken, welcher mit Holz erhitzt werden kann. Der Blick aus der Hütte heraus richtet sich in südliche Richtung direkt auf den See und die großen flachen Felsformationen. Felsinseln und Schären, Buchten und Sandstrände wechseln einander ab. Menschliche Siedlungen am Südrand des Sees sind seit 7000 Jahren nachgewiesen. Das Wetter ist einfach zu schlecht geworden. Dunkle Wolken, Sturmböen und Nieselregen machen die Filmerei auch nicht einfacher. Gut zu erkennen sind die Wellen, vom Wind getrieben, die an die Steine geklatscht werden. Schade, bei schönem Wetter wäre es ein sehr interessanter Ort gewesen, denn keine Menschenseele weit und breit. Die beiden verlassen wieder am anderen Tag diese Kaschemme und weiter nach Amal. Michelin und Pascal fahren am Navigationsgerät nicht mit Ortschafts- und Straßennamen, sondern mit Koordinaten. Die werden über Google Maps recherchiert und dann eingegeben. Das hat Vorteile, denn oft werden Straßennamen nicht gefunden. Auf die nächstgelegene Straße fahren. In diesem Fall wurde der Hafen von Amal gesucht und sofort gefunden. Amal wurde 1640 an strategischer Lage nahe der schwedisch-norwegischen Grenze gegründet und erhielt drei Jahre später das Stadtrecht. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Stadt zweimal durch Truppen geplündert. Heute ist Amal eine Industriestadt. Aber auch der Tourismus, der sich durch den See Vänern und den Väner Hafen begründet, spielt heutzutage eine bedeutende Rolle. Ein Stellplatz für Wohnmobile ist ebenso am Hafen eingerichtet. Im Jahre 1901 brannten große Teile der Stadt nördlich des Flüsschens Amalsahn ab. Die Stadthäuser auf der anderen Seite des Flusses, ein kleiner Teil der Altstadt und der alte Stadtplatz des Stadtviertels Plantaget wurde vom Feuer verschont. Thank you.
Hier kann man noch die alten Holzhäuser, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen und vom Beginn des 18. Jahrhunderts stammten, betrachten. Daher ist die Bebauung der meisten Häuser des schwedischen Städtchens aus dem 20. Jahrhundert. Nach einer guten Stunde ist Amal durchstöbert. Die beiden verlassen wieder den Hafen und fahren einsame Wege zum nächsten Ziel. Kilometer entfernt ist der Dalslandkanal. Oberhalb der Brücke hat man einen guten Ausblick auf den Kanal. Die künstliche Wasserstraße verbindet den See Vänern mit vielen Seen in der Provinz Dalsland. Die beiden fahren vom oberen Parkplatz runter in die Ebene. Der Campingplatz ist nicht geeignet für die Nacht. Das Drumherum und Sanitär sind nicht so prickelnd. Aber gut genug, für während der Besichtigung als Parkplatz zu dienen. In der Zwischenzeit regnet es. Nach 10 Minuten ist wieder blauer Himmel. Zeit, eine Runde mit dem fliegenden Auge zu drehen. Der Kanal wurde 1864 gebaut, um Eisenerz und Sägeholz zu transportieren. Der Dalslandkanal besteht aus einem Perlband aus großen und kleinen Seen, Buchten, Fjorden und Nebenwasserstraßen, die mit ca. 12 Kilometer gegrabenem oder gesprengtem Kanal verbunden sind. Die gesamte Länge des Seensystems beträgt ca. 250 Kilometer und erstreckt sich von der Westküste des Vänern durch Dalsland weiter bis nach Värmland hinein und über die norwegische Grenze hinweg. Im Seensystem befinden sich 31 Schleusen an insgesamt 17 Schleusenstationen. Die gesamte Hubhöhe beträgt 66 Meter. Besonders dramatisch ist der Kanal bei Haverud, wo die Schiffe auf einer Trogbrücke über einen Wasserfall fahren. Aufgrund der Bodenverhältnisse konnte man in Haverud keine gewöhnliche Schleusenanlage bauen. Die Lösung fand man in Form einer Stahlblechrinne, die über dem Wasserfall hing, durch die die Schiffe fahren sollten. Damit wurde einer der merkwürdigsten Bauten Schwedens geschaffen. Das Aquädukt in Haverud ist 32,5 Meter lang. Die Bleche sind mit 33.000 Nieten zusammengefügt. Die Schleuse ist in 30 Minuten besichtigt. Der Wettergott war den beiden gnädig und ließ die Sonne scheinen. Zurück zum Wohnmobil und 30 Kilometer weiter in die Gegend der Dalaborg. Der Campingplatz ist am Rande des Vänern. Er ist nicht nur gedacht für Camper, aber auch für Kapitäne mit ihren Booten. Er liegt etwas abgeschieden, daher sehr ruhiger Platz. Diesmal wurde mit Strom gebucht, um die E-Bikes zu laden. Die Schlossruine Dalaborg ist ca. 6 Kilometer vom Platz entfernt. Der Campingwart versicherte den beiden, dass man das Schloss mit dem Wohnmobil nicht anfahren könnte. Dieser große Wendeplatz sagt jedoch was anderes aus. Aber egal, Pascal hat jetzt den Platz mit dem Fahrrad erreicht. Auf fahrbaren Radwegen wird das Schloss oder besser gesagt die Überreste davon erreicht. Auf steinigen Wegen und auf eigene Gefahr führt der Pfad auf den Hügel.
Die Dalaborg wurde 1304 errichtet. Danach wird die Burg zwischen 1309 und 1367 für mehr als 50 Jahre nicht mehr in den Quellen erwähnt, sodass sie in dieser Zeit als verlassen angesehen wird. Die Dalaborg wurde dann wieder 1434 erwähnt, als sie belagert wurde und anschließend in Brand gesteckt wurde. Danach wird die Burg nicht wieder erwähnt. So könnte die Burg ausgesehen haben. Sie wurde in den Jahren 1938 bis 1939 untersucht. Erhalten sind Wallgraben, Wälle, eine Terrasse und die Reste eines Steinhauses. Das Erdgeschoss des Hauptgebäudes nutzt im Süden und Osten die Gegebenheiten des Geländes aus, sodass im Norden und Westen ein L-förmiger Riegel aus Naturstein errichtet wurde, um das Geschoss zu vervollständigen. Die Mauern sind 4 Meter dick und in voller Höhe von 3,5 Metern erhalten. Auf den steinernen Unterbau wurde ein hölzerner Aufbau errichtet, der ebenfalls nicht mehr erhalten ist. Zeugen hiervon sind die Balkenlöcher in den Mauern. Von hier oben sieht man die Größe dieses Binnensees. Tolle Aussichten auf das Gewässer bei dieser Burg. Schon deshalb hat sich der anstrengende Weg gelohnt. Zurück zum Camping. Da führt ein Pfad in den Wald. Zeit, diesen zu entdecken. Schmale Pfade und Wege zwischen den alten Nadelbäumen entlang. Ein umgestürzter Baum. Mit etwas Fantasie könnte man in der Dämmerung mit etwas Nebel schon mal einen Troll sehen. An einem Aussichtspunkt nochmals einen Rundblick über den See. Bekanntlich ist dieser See der größte der EU. 10-mal so groß wie der Bodensee. So langsam ist es auch Zeit, sich vom See zu verabschieden. Der letzte Punkt auf dieser tollen Vänernreise ist erreicht. Schmetterlinge, die noch den letzten Nektar in den Blüten suchen. Grüne, unbewohnte Inseln, menschenleere Inselchen und felsige, kahle Schären formen den Vänern-Schärengarten rund um den See. Schärengärten vermutet man eigentlich nur im Meer, doch auch im Vänern gibt es mehrere Binnenschärengärten. Im Kreise gewandert und wieder zurück zum Campingplatz. Dort liegen einige Boote am Steg. Am anderen Tag, bei Regen, geht die Reise weiter in die Westschären an die Nordsee.